Am 19. Mai 1571 eröffneten 74 osmanische Geschütze ein donnerndes Sperrfeuer auf die Mauern von Famagusta, der letzten Festung Venedigs auf Zypern. Zypern selbst war eine der letzten großen Besitzungen einer westlichen Macht im östlichen Mittelmeerraum, der immer stärker vom expandierenden Osmanischen Reich dominiert wurde. Nun hatte ein Invasionsheer von fast 100.000 Mann, angeführt von dem erfahrenen Feldherrn Lala Mustafa Pascha, die Hauptstadt Nikosia im Landesinnern eingenommen und kampierte seit mehr als 8 Monaten vor Famagusta. Obwohl die Stadt von der Außenwelt abgeschnitten war und die Vorräte zur Neige gingen, wehrten sich die Verteidiger erbittert. Auch sie nutzten ihre Geschütze eifrig und überraschten die Osmanen mit Ausfällen, so oft es ging. Umso entschlossener waren die Angreifer, die standhafte Festung in die Knie zu zwingen. Und mit ihr ganz Zypern. Bevor wir nun tiefer ins Thema eintauchen, möchte ich unserem Sponsor danken, War Thunder. War Thunder ist das umfangreichste Fahrzeugkampfspiel aller Zeiten und kostenlos für PC und Konsolen erhältlich. Du kannst darin das Kommando über mehr als 2500 Panzer, Flugzeuge, Hubschrauber und Schiffe von 10 Nationen übernehmen. Vom klassischen Doppeldecker und Panzerwagen der 1920er bis zu modernsten Jets und Panzern. Die Fahrzeuge sind extrem detailliert nachgebaut, was War Thunder zu einem idealen Spiel für Militärgeschichtsfans auf der Suche nach Authentizität macht. Tauch mit deinen historischen und zeitgenössischen Lieblingsfahrzeugen in atemberaubende Spieler-gegen-Spieler-Schlachten mit tollen Soundeffekten, realistischer Grafik und eindrücklichem Schadensradar ein und tritt gegen über 70 Millionen Spieler weltweit an. Aber auch wenn es dir mehr um den Spaß geht, ist War Thunder was für dich, denn der vereinfachte Arcade-Modus bietet rasanten Spielspaß. Hol dir War Thunder für PC, PlayStation oder Xbox kostenlos über den Link in der Beschreibung. Neue Spieler und solche, die mindestens 6 Monate inaktiv waren, erhalten ein umfangreiches Bonuspaket mit mehreren Premium-Fahrzeugen, der exklusiven Fahrzeugdekoration Eagle of Valor, 100.000 Silver Lions und 7 Tagen Premium-Account. Jetzt nur für kurze Zeit. Im März 1570 las ein Bote dem Senat von Venedig die folgenden Worte vor. Wir verlangen von euch Zypern. Gebt es uns freiwillig oder wir nehmen es mit Gewalt. Wir raten euch, weckt nicht unser schreckliches Schwert, denn wir werden überall den grausamsten Krieg gegen euch führen. Hütet euch also, unseren Zorn auf euch zu ziehen. Mit diesem Ultimatum brach Sultan Selim II. Den langjährigen Frieden zwischen dem Osmanischen Reich und dem mächtigen Stadtstaat Venedig. Die beiden hatten fast ein Vierteljahrhundert lang Frieden gehalten und erst kurz zuvor, im Jahr 1567, war der Frieden sogar erneuert worden. Doch wie sein Vater Süleyman der Prächtige vor ihm, wollte Selim sein Reich vergrößern. Süleyman hatte sich die Kontrolle über große Teile des Mittelmeerraums gesichert und 1565 versucht, Malta zu erobern, die Heimat der Malteserritter, war aber gescheitert. 1567 warf Selim II. Dann ein Auge auf Zypern. Diese Insel war nicht nur wegen ihres strategischen Wertes, sondern auch wegen ihrer reichen Ressourcen ein verlockendes Ziel. Zypern stand jedoch bereits seit fast einem Jahrhundert unter der Herrschaft der Republik Venedig und war eine ihrer wichtigsten Besitzungen. Die Republik würde die Insel also sicher nicht ohne weiteres an die Osmanen abtreten. Als Selim dann seine Feldzüge in Ungarn beendete und mit Kaiser Maximilian II. Frieden schloss, konnte er sich ganz auf Zypern konzentrieren. Er baute seine Flotte aus, stellte zusätzliche Truppen auf und schickte eine Gesandtschaft nach Zypern. Eine Erkundungsmission, die mehr schlecht als recht als Höflichkeitsbesuch getarnt war. Ganz deutlich wurden die Absichten des Sultans jedoch erst, als er dem Senat mitteilte, dass er Zypern als historischen Teil des Osmanischen Reichs betrachte und seine Rückgabe forderte. Venedig hoffte, einen Krieg zu vermeiden, bereitete sich aber trotzdem auf das Schlimmste vor. Die Republik schickte Verstärkung auf die Insel und bat den Papst,
König Philipp II. Von Spanien und verschiedene andere europäische Fürsten um Hilfe. Als schließlich das erwähnte Ultimatum in Venedig eintraf, gab es keinen Zweifel mehr. Das Osmanische Reich würde Zypern angreifen. Laut der Historikerin Caroline Finkel war das das einzige Mal, dass die Osmanen im 16. Jahrhundert einen Friedensvertrag brachen. Der Krieg, den Venedig unbedingt hatte vermeiden wollen, brach nun doch aus. Zypern konnte einer Invasion ohne Unterstützung nicht lange standhalten. Die Insel war sehr exponiert und auf Nachschub von auswärts angewiesen, zum Beispiel auf Schießpulver. Außerdem lag sie direkt vor den Küsten des Osmanischen Reiches, sodass es schwierig war, sie von Westen aus zu unterstützen. Hilfe aus Venedig musste zum Beispiel ganze 2400 Kilometer durch osmanisch kontrollierte Gewässer fahren. Deshalb brach der neu ernannte Generalkapitän zur See, Girolamo Sane, sofort mit einer Flotte von 70 Galeeren auf und der Senat tat sein Bestes, um Geld und weitere Männer aufzutreiben. Die Hilfe aus dem Rest Europas war jedoch mehr als spärlich. Das Heilige Römische Reich, Polen-Litauen, Frankreich und Portugal fanden alle eine Ausrede. Die Malteserritter schickten zwar 5 Schiffe, aber 4 davon wurden bereits kurz nach dem Verlassen Maltas abgefangen. Einzig Papst Pius IV. Und König Philipp II. Von Spanien eilten Venedig zu Hilfe. Pius rüstete 12 Schiffe aus und Philipp schickte den genuesischen Admiral Gianandrea Doria mit einer Flotte von 50 Schiffen. Der spanische König wies seinen Admiral aber an, nicht einzugreifen und den Kampf den Venezianern zu überlassen. Venedig selbst stellte eine Kriegsflotte von rund 150 Schiffen auf, von denen etwa 125 Galeeren waren. Aufgrund eines Missverständnisses wartete der Generalkapitän zur See, der mit seinen 79 Jahren schon deutlich fortgeschrittenen Alters war, in Zara auf die spanischen und päpstlichen Geschwader. Während er wartete, dezimierten mehrere Epidemien seine Truppen und viele seiner Männer desertierten. Als er am 12. Juni endlich seine Reise Richtung Korfu fortsetzte, erfuhr er, dass das päpstliche Geschwader unter Marc Antonio Colonna noch in Otranto wartete und dass Gianandrea Doria einfach in Sizilien geblieben war, wo er angeblich auf weitere Befehle warten sollte. Doria war nicht sonderlich motiviert, denn er hegte keine Sympathie für die Venezianer und von den 49 Galeeren, die er befehligte, gehörten 12 ihm selbst. Deshalb stach er erst in See, als der Papst persönlich intervenierte. Doria erreichte Otranto am 20. August. Auch dort bedurfte es einiger Überredungskunst seitens Colonna, damit sich Doria seinem Kommando unterstellte und ihm, wie zuvor vereinbart, nach Kreta folgte. In der Zwischenzeit hatten die Osmanen ihre Vorbereitungen abgeschlossen. Am 27. Juni 1570 brach eine Vorhut von 22.000 Fußsoldaten, 12.000 Berittenen und einem großen Artillerieaufgebot an Bord von etwa 150 Schiffen nach Zypern auf. Diese Armee wurde von 2 erfahrenen Kommandanten angeführt. Es waren dieselben, die 5 Jahre zuvor den Angriff auf Malta befehligt hatten. Lala Mustafa Pascha befehligte die Landstreitkräfte, Piale Pascha als rechte Hand des osmanischen Großadmirals Mirzinzade Ali Pascha die Flotte. Nach einigen Tagen landeten die osmanischen Invasionstruppen in Limassol, plünderten die Stadt und setzten anschließend die Landstreitkräfte in der Bucht von Larnaca ab. Die Ankunft der Osmanen versetzte die Verteidiger in Angst und Schrecken, insbesondere weil sie Schwierigkeiten hatten, sich auf eine Strategie zu einigen. Sie kamen jedoch schließlich zu dem Schluss, dass es geschickter sei, das osmanische Heer nicht direkt anzugreifen, sondern sich in die beiden Festungen Nikosia und Famagusta zurückzuziehen. Dort wollten sie auf Hilfe aus dem Westen warten. Die Verteidigungsanlagen beider Städte waren in jüngster Zeit ausgebaut worden, weil die Angst vor den Osmanen, die für die Wirksamkeit ihrer Belagerungsmethoden bekannt waren, im Mittelmeerraum eine Epidemie des Festungsbaus ausgelöst hatte, wie der Historiker Christopher Duffy schreibt.
Die mittelalterlichen Mauern von Nikosia, der Hauptstadt Zyperns, waren dabei vollständig eingerissen und durch eine 4 Kilometer lange Mauer mit 11 starken Bastionen ersetzt worden. Die Verteidigungsanlagen von Famagusta waren zwar nicht so einheitlich, weil mehrere Ingenieure daran gearbeitet hatten, aber Duffy betont, dass auch ihre Mauern auf einem aktuellen Stand waren. Die Verteidiger setzten also all ihre Hoffnung auf die beiden mächtigsten Festungen Zyperns. Sie sollten ihnen helfen, Zeit zu gewinnen. Diese defensive Strategie kam aber auch den Osmanen zugute, die ohne Widerstand in der Nähe von Larnaca landen und ein Lager aufschlagen konnten. Nach seiner Ankunft schickte Lala Mustafa einen gefangenen blinden Mönch mit einem weiteren Ultimatum nach Nikosia. Wenn die Venezianer die Stadt nicht aufgaben, drohte er, würde der Zorn des Sultans sie treffen und samt ihrer Festung vernichten. Als dann am 22. Juli osmanische Verstärkung vom Festland eintraf, begann die Eroberung Zyperns. Als Lala Mustafa Pascha mit seiner Armee von Nikosia aufmarschierte, zählte sie etwa 70.000 Mann. Der Pascha stellte seine Artillerie südlich der Stadt auf, vor den Bastionen von Tripoli, Davila, Costanzo und Podocataro. Die schiere Größe des Heeres ließ die Verteidiger erzittern. Sehr zu ihrem Leidwesen wurde die Verteidigung von Leutnant Niccolo Dandolo geführt, einem Mann, der dieser Aufgabe eindeutig nicht gewachsen war. Er schwankte ständig zwischen Hektik und Untätigkeit und machte seine Arbeit so schlecht, dass der Verdacht aufkam, er werde von den Osmanen bezahlt. Dandolos größte Angst war, dass ihm das Schießpulver ausgehen könnte, weshalb er es von Anfang an strikt rationierte. Kenneth Seton, ein Experte für osmanisch-europäische Beziehungen, schreibt spitzzüngig: Dandolo war beim Verteilen des Schießpulvers an seine Schützen so knausrig, als wäre es Gold. Wie unter diesen Umständen zu erwarten, machten die Angreifer gute Fortschritte. Innerhalb von 6 Wochen rückten sie bis zu den Mauern vor, installierten Brechbatterien und sprengten mehrere Minen. Trotzdem hielten die Verteidiger insgesamt 14 Sturmangriffen auf ihre Mauern stand. Erst als Lala Mustafa Pascha Ende August alle Truppen auf der Insel nach Nikosia beorderte, um die Belagerung rasch zu einem Ende zu bringen, weil er von der Verspätung der Hilfsflotte erfahren hatte, begann die Verteidigung zu wanken. Nun verstärkten 20.000 frische osmanische Soldaten die Belagerer. Gegen diese Übermacht hatten die dezimierten und erschöpften Verteidiger keine Chance, so dass die Janitscharen, die osmanischen Elite-Infanteristen, beim nächsten Angriff bei den Bastionen von Tripoli und Costanzo durchbrachen. Nach einem letzten erbitterten Widerstand in der Stadt fiel Nikosia am 9. September 1570. Dandolo hoffte, für sich selbst Sonderbedingungen aushandeln zu können. Das scheiterte aber gründlich, denn als er aus seinem Versteck im Palast kam, wurde er von einem osmanischen Offizier enthauptet, bevor er überhaupt um Gnade bitten konnte. Anschließend wurde Nikosia, wie damals üblich, 3 Tage lang geplündert. Die osmanischen Soldaten machten dabei angeblich so reiche Beute, wie seit der Eroberung von Konstantinopel über 100 Jahre zuvor nicht mehr. Die venezianischen Verteidiger der Stadt wurden bis auf den letzten Mann hingerichtet. In der Zwischenzeit war die venezianische Hilfsflotte auf Kreta mit den spanischen und päpstlichen Schiffen zusammengetroffen. Doch die Verhandlungen über das weitere Vorgehen zogen sich über Wochen hin. Wieder tat Doria alles, um die Weiterreise zu verzögern. Ließ seine Verbündeten nun plötzlich wissen, dass er den Befehl hatte, noch vor Ende des Monats nach Spanien zurückzukehren, und machte aus jedem noch so kleinen Problem eine große Sache. Zusammen mit grundlegenden Schwierigkeiten, sich auf eine Strategie zu einigen, führte das dazu, dass die Flotte erst Mitte September nach Zypern aufbrach. Als sie auf der Insel Castellorizzo Halt machten, um ihre Vorräte aufzufüllen, erreichte sie die verheerende Nachricht, dass die Osmanen bereits gelandet waren und Nikosia erobert hatten. Das entmutigte nun auch die Kommandanten, die Zypern wirklich hatten unterstützen wollen, und die Flotte kehrte um. Der Befreiungsversuch war katastrophal gescheitert.
noch bevor sich der Staub über Nikosia gelegt hatte, setzten die Osmanen die Eroberung fort. Sie schickten eine Nachricht nach Famagusta und teilten den Verteidigern mit, dass alle Soldaten in Nikosia hingerichtet worden waren und dass sie das gleiche Schicksal erwartete, wenn sie ihre Stadt nicht aufgaben. Die Menschen in Famagusta hielten es für unmöglich, dass Nikosia so schnell gefallen war und dachten, es handle sich um eine List. Erst als einige Stunden später der Kopf von Dandolo in einem Korb zu ihnen gebracht wurde, wurde ihnen klar, was bevorstand. Ihre Köpfe sollten als nächste rollen. Nach einem langen Marsch über die Insel erreichten die Osmanen Famagusta am 17. September. Lala Mustafa wusste, dass die Stadt nicht einfach zu nehmen sein würde. Etwa 8000 erfahrene Männer verteidigten sie und dieses Mal wurden sie von sehr fähigen Anführern kommandiert, nämlich Marcantonio Bragadin und Astore Baglioni. Die Soldaten wurden von einer Miliz von etwa 2200 Mann unterstützt und hatten die Verteidigung sehr gut vorbereitet. Lala Mustafa wusste, dass seine beste Waffe der Hunger war. Deshalb befahl er seinen Männern, ihr Lager südlich und westlich der Stadt aufzuschlagen, gegenüber dem großen Ravelin, dem Limassol-Tor, den Bastionen von Santa Napa, Andruzzi und Camposanto und dem Turm des Arsenals. Von diesen Stellungen aus konnten sie mit ausgedehnten Patrouillen verhindern, dass Nachschub in die Stadt gebracht wurde. Das funktionierte recht gut und die Vorräte der Verteidiger schmolzen langsam, aber stetig dahin. Aber auch die Garnison war sehr aktiv, deckte die Osmanen mit einem ständigen Speerfeuer ein und unternahm immer wieder Ausfälle, bei denen sie mehr als einmal bis zum Lager der Angreifer vorstieß. Dieses Hin und Her dauerte den ganzen Winter. In der Zwischenzeit tat Venedig alles, was es konnte, um Zypern doch noch zu Hilfe zu kommen. Aber der Krieg mit den Osmanen hatte die Republik in ernste Versorgungsschwierigkeiten gestürzt. Es gab zu wenig Getreide, die Flotte war in Unordnung und es fehlte an Geld. Das christliche Bündnis, das Zypern zurückerobern sollte, war noch nicht viel mehr als eine Idee. Aufgrund dieser prekären Lage beauftragte der Senat Sanes Nachfolger, Sebastiano Venier, der ebenfalls schon 74 Jahre alt war und wenig Erfahrung in der Seekriegsführung hatte, von Kreta aus Hilfe nach Malta zu schicken. Venier gab Marco Querini, dem venezianischen Kapitän des Golfs, den Auftrag, 4 Segelschiffe mit Männern und Vorräten sowie eine Eskorte von 12 Galeeren zusammenzustellen. Als sich dieses Geschwader im Januar Famagusta näherte, musste Querini zunächst die osmanischen Schiffe, die den Hafen blockierten, überlisten. Dazu ließ er die Segelschiffe direkt auf den Hafen zusteuern, während er sich mit den Galeeren in der Nähe der Küste hielt. Als die 7 osmanischen Schiffe dann wie erwartet die Transporter angriffen, schlug er mit seinen Kriegsschiffen aus dem Hinterhalt zu. Die Kanonen seiner Galeeren beschädigten 3 der feindlichen Schiffe so stark, dass sie sich zurückziehen mussten. Als es dunkel wurde, hatte Querini es geschafft. Die Segelschiffe liefen in den Hafen ein und brachten den Verteidigern 1700 Soldaten, Lebensmittel und Pulver. Querini selbst blieb etwa 3 Wochen lang in Famagusta und zog wie ein Korsar durch die benachbarten Gewässer, zerstörte einige türkische Festungen und kaperte mehrere Schiffe. Als er am 16. Januar wieder abreiste, war die Stadt reichlich mit Proviant und Männern versorgt. Im Frühjahr 1571 erhöhte Lala Mustafa den Druck. Inzwischen zählte das Belagerungsheer fast 100.000 Mann und die Osmanen hatten alles auf die Insel gebracht, was sie brauchten, um die nächste Phase der Belagerung einzuleiten. Ende April verlegte Mustafa Pascha Teile des Lagers in den Süden der Stadt, forderte zusätzliche Artillerie aus Nikosia an und beorderte seine insgesamt etwa 40.000 Arbeiter zu den Schaufeln. Sie gruben Annäherungsgräben, die im Zickzack verliefen und es seinen Männern ermöglichten, sicher an die Mauern heranzukommen, und sie bauten Artillerieplattformen. Als die ersten solchen Plattformen am 19. Mai fertig waren, begann das Bombardement so richtig. Insgesamt 74 Kanonen donnerten unaufhörlich.
Dabei trafen die meisten Schüsse nicht die Mauern, sondern die Stadt selbst. Das war eine durchaus gängige Praxis, weil dadurch die Bevölkerung demoralisiert wurde, was viel effektiver war, als zu versuchen, die Stadtmauern einzuschießen, die ja genau dazu gebaut waren, einem solchen Beschuss standzuhalten. Die Verteidiger zahlten es ihnen mit gleicher Münze heim. Ihre Kanonen schossen mehrere Artillerieplattformen über den Haufen, zerstörten zahlreiche osmanische Geschütze und brachten ihnen schwere Verluste bei. Das Artilleriefeuer der Verteidiger war sogar so effektiv, dass es die Angreifer entmutigte. Um weitere Verluste zu vermeiden, zog Lala Mustafa seine Männer zurück und beschränkte den Angriff für 3 Tage auf ein intensives Sperrfeuer. Danach schickte der Pascha einen Boten in die Stadt, um die Verteidiger zur Kapitulation aufzufordern. Baglioni lehnte ab und schickte den Mann unter den spöttischen Rufen seiner Männer weg. Die Zuversicht, die die Verteidiger an den Tag legten, entsprach nicht ihren wahren Gefühlen. Das anhaltende Sperrfeuer hatte sie völlig demoralisiert und trotz der zusätzlichen Vorräte, die Querini in die Stadt gebracht hatte, gingen ihnen nun das Pulver und die Lebensmittel aus. Am 8. Juni erreichten die Angreifer die Außenseite des Stadtgrabens und begannen ihn zuzuschütten. Sie konzentrierten sich nun auf die südliche Mauer und gruben trotz des felsigen Bodens mehrere Minen. Den hungrigen Verteidigern blieb nichts anderes übrig, als die gleiche harte Arbeit auf sich zu nehmen und Konterminen zu graben. Trotz aller Bemühungen kamen die Osmanen immer näher. Der erste Sturmangriff kam am 21. Juni, als die Osmanen eine Mine unter dem Turm des Arsenals sprengten. Nach der Explosion griffen die Janitscharen die entstandene Bresche mehr als 6 Stunden lang an. Die Verteidiger konnten sie nur aufhalten, weil sie in dem Engpass einen Vorteil hatten. Trotzdem erlitten sie schwere Verluste. Ende Juni verhungerten die ersten Bewohner von Famagusta. Sie hatten bereits alle Haus- und Nutztiere geschlachtet und gegessen. Nur noch Mäuse, Schnecken und einige Fische, die im schmutzigen Wasser des Hafens gefangen wurden, blieben übrig. Die Hoffnung auf rechtzeitige Rettung schwand nun von Tag zu Tag und die Osmanen gönnten ihnen keine Pause. Am 29. Juni sprengten sie einen Teil des Ravelins in die Luft und griffen erneut an. Aber auch dieses Mal kämpften die Verteidiger tapfer und warfen die Angreifer zurück. Die schlechte Leistung seiner Männer enttäuschte Lala Mustafa, sodass er sie erneut zurückrief und seine Artillerie die Stadt weiter schwächen ließ. Nun von neuen Plattformen direkt außerhalb des Grabens aus. Dieses Mal konzentrierten sie ihr Feuer auf die Mauern, insbesondere auf die Brustwehren. Am 9. Juli folgte der dritte Angriff. Die Osmanen stürmten gleichzeitig gegen die Bastion von Santa Napa und den Ravelin an und diesmal nahmen sie ihn im Sturm. Sie setzten sich dort fest und richteten ihre Aufmerksamkeit dann auf das dahinterliegende Limassol-Tor, das sie am 14. Juli angriffen. Baglione persönlich führte die Verteidiger in die Gräben und stellte sich den Osmanen in einem erbitterten Nahkampf. Obwohl die schwer bewaffneten Venezianer zahlenmäßig deutlich unterlegen waren, hielten sie stand, als die kampferprobten Janitscharen auf sie einstürmten. Die Bergleute der Verteidiger nutzten diese Ablenkung, um eine Gegenmine unter dem Ravelin mit Pulver zu füllen. Die Explosion zerstörte die letzten Reste des Bauwerks und tötete etwa 400 osmanische Soldaten, die auf den Ruinen Stellung bezogen hatten. Dennoch hielten die Osmanen den Druck aufrecht und ließen in den nächsten Tagen weitere Minen explodieren. Sie bauten den Ravelin wieder auf, installierten darauf ein Brechgeschütz und errichteten eine riesige Artillerieplattform gegenüber dem Turm des Arsenals. In der Stadt musste nun jeder und jede helfen, die bröckelnden Verteidigungsanlagen zusammenzuhalten und brennende Gebäude zu löschen. Die Hoffnung der Menschen in Famagusta schwand. Es waren nur noch 500 Soldaten übrig, die Miliz war stark dezimiert und die Überlebenden waren müde und hungrig. Als Lala Mustafa die Verteidiger am 22. September erneut zur Kapitulation aufforderte, berief Bragadin einen Kriegsrat ein.
In Anbetracht der Angst vor einem Massaker wie in Nikosia und der fehlenden Vorräte gab es nur eine Möglichkeit. Sie mussten wohl oder übel kapitulieren. Dummerweise gelang es ihnen nicht, ihre Kapitulation rechtzeitig zu übermitteln. Sie hatten so lange gezögert, dass die nächsten Angriffe bereits im Gange waren. Weil es unsinnig gewesen wäre, einen Abgesandten mitten ins Schlachtgetümmel zu schicken, wurde ihre Nachricht erst nach 3 weiteren Angriffen übergeben. In einem Tunnel unter dem Turm von Camposanto, wo sich 2 Minen so nahe kamen, dass man mit dem Feind sprechen konnte. Am 1. August wehte die weiße Fahne über den Mauern von Famagusta. Lala Mustafas Kapitulationsbedingungen waren erstaunlich großzügig, wenn man bedenkt, dass die Garnison so lange Widerstand geleistet hatte. Er gewährte den Verteidigern sicheres Geleit nach Kreta und erlaubte ihnen sogar, ihre Waffen mitzunehmen und unter fliegenden Fahnen abzuziehen. Das galt auch für die Einheimischen, denen der Pascha offenstellte, zu gehen oder zu bleiben und ihr Eigentum zu behalten. Am nächsten Tag begannen die Vorbereitungen für die Übergabe der Stadt. Diejenigen, die gehen wollten, packten ihre Habseligkeiten zusammen und bestiegen die Galeeren, die Lala Mustafa zur Verfügung stellte. Laut Setten hatten zu diesem Zeitpunkt viele osmanische Soldaten bereits damit begonnen, die Stadt zu plündern. Es war also eine reine Formsache, als Bragadin und Baglioni sich aufmachten, um dem Pascha die Schlüssel der Stadt zu übergeben. Lala Mustafa empfing die Abgesandten höflich. Allerdings stellte er eine Forderung, die über die vereinbarte Kapitulation hinausging. Er verlangte nämlich, dass die Venezianer Geiseln stellten, die bleiben sollten, bis seine Schiffe aus Kreta zurückkehrten. Darüber hinaus beschuldigte er sie, ihn getäuscht zu haben. Bragadin und Baglioni lehnten seine Forderung ab und wiesen die Anschuldigungen von sich. Das machte den Pascha wütend. Die beiden versuchten ihn zu besänftigen, aber die Situation eskalierte. Lala Mustafa ließ die Gesandten verhaften und ihren Begleitschutz auf der Stelle töten. Dann richtete er die Männer einen nach dem anderen hin. Einzig die Einheimischen und Marcantonio Bragadin ließ er vorerst am Leben. Gleichzeitig wurden die venezianischen Soldaten, die sich bereits eingeschifft hatten, in Ketten gelegt und als Galeerensklaven weggeführt. Das schlimmste Schicksal war jedoch für Marcantonio Bragadin bestimmt. Er wurde gefoltert und dann auf dem Hauptplatz bei lebendigem Leib gehäutet. Erst als der Scharfrichter seine Hüfte erreichte, erlöste der Tod ihn von seinem Leiden. Mit Famagusta fiel ganz Zypern an die Osmanen. Lala Mustafa, der wusste, dass sich im Westen etwas anbahnte, ließ die Gefangenen Tag und Nacht arbeiten, um die Verteidigungsanlagen wiederherzustellen. Und in der Tat, die Bemühungen des Papstes und Venedigs hatten endlich etwas bewirkt. Nach monatelangen, mühsamen Verhandlungen hatten sie eine Einigung erzielt und schlossen im Mai 1571 ein Bündnis mit mehreren katholischen Großmächten, die Heilige Liga. Zusammen wollten sie nun nicht mehr nur Zypern befreien, sondern sich der osmanischen Bedrohung insgesamt stellen und ihren scheinbar unaufhaltsamen Vormarsch nach Westen stoppen. Als Famagusta fiel, war die Heilige Liga bereits dabei, sich auf einen Gegenschlag gegen die Osmanen vorzubereiten. Und Ende August sammelte sich eine Flotte von mehr als 200 Schiffen in Messina. Bald sollte sie einer noch größeren osmanischen Armada in der wohl berühmtesten Seeschlacht der frühen Neuzeit gegenüberstehen, der Schlacht von Lepanto. Zum Schluss nochmal vielen Dank an War Thunder für das Sponsoring dieses Videos. Melde dich jetzt über den Link in der Beschreibung an und spiele War Thunder auf dem PC, der PlayStation oder der Xbox. Neue Spieler und solche, die mindestens 6 Monate inaktiv waren, erhalten ein umfangreiches Bonuspaket. Sponsorings wie dieses sind entscheidend, um den Kanal am Laufen zu halten. Wenn du uns auf andere Weise unterstützen möchtest, überleg dir doch, Kanalmitglied zu werden. Wir sind für jede Hilfe, jeden Like und jeden Kommentar dankbar.